Eigentlich sollte das nächste Video meine Top 5 Wunschmegas werden, aber das braucht noch ein bisschen. Während ich an dem Video gearbeitet habe, kam ich allerdings auf den Gedanken, was für eine Fähigkeit Mega Arceus haben könnte. Eine der populärsten Ideen ist, dass es jeden Typen auf einmal bekommt. Aber was wäre, wenn ein einzelnes Pokémon sämtliche Typen hätte? Es hat etwas gedauert, aber nachdem ich ein paar Nachforschungen angestellt habe, bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen. Ein Pokémon mit allen Typen hätte nur eine einzelne Schwäche, und zwar Gestein. Es würde normalen Schaden durch Flug, Wasser, Feuer, Eis und Feenattacken nehmen, wäre resistent gegenüber Stahl und Undicht, hätte ganze 4 Resistenzen gegenüber Pflanzen- und Käferattacken und würde daher nur ein 1/16 Schaden von denen nehmen und hätte gerade mal 8 Immunitäten. Normal, Geist, Drache, Elektro, Boden, Kampf, Gift und Psycho. Oh, und außerdem wäre es immun gegen Vergiftung, Verbrennung und Paralyse. Außerdem kommt dann noch die Immunität gegen Puderattacken dazu, wodurch Spore und Schlafpuder auch nicht mehr funktionieren. Aber hey, immerhin bleiben dann noch Hypnose, Gena, Grasflöte, Todeskuss, Gesang, Schlummerort und Urgesang. Sind ja auch nur 3 von den exklusiven Attacken. Aber was, wenn wir Attacken und Fähigkeiten einbeziehen, welche die Typenschwächen ändern? Wenn der Gegner Schnüffler oder Gesichter einsetzt, dann treffen Kampfattacken mit normaler Effektivität, während normale Attacken dank seines Stahl- und Gesteinstypen doppelt resistet werden. Wenn der Gegner Wunderauge einsetzt, und ja, ich habe auch vergessen, dass die Attacke existiert, dann würden Psychoattacken es normal treffen. Und bei Erdanziehung würde es von Bodenattacken den 8-fachen Schaden nehmen. Oh, und Gefriertrockner würde aufgrund einer doppelten Schwäche auch 4-fachen Schaden machen. Ich denke nicht, dass es Zweifel daran gibt, in welchem Tier ein solches Pokémon landen würde. Mit nur einer Schwäche, 8 Immunitäten und Stab auf jeder Attacke würde es sich direkt zu Mega Rayquaza gesellen.